Hallo alle miteinander. Nach vielen Wochen von Homeschooling und Distance Learning darf ich euch wieder ab 18. Mai hier an der Schule begrüßen. Diese besondere Zeit erfordert natürlich auch besondere Maßnahmen. Und diesen neuen Schulalltag möchte ich euch jetzt mit diesem Video erklären. Ihr wurdet von eurem Klassenvorstand in zwei Gruppen eingeteilt, in eine Gruppe A und eine Gruppe B. Der Gruppenplan informiert euch, wann welche Gruppe in die Schule kommen darf oder soll, beziehungsweise wann welche Gruppe auch den Hausübungstag hat. Diese Gruppeneinteilung ist notwendig. Man spricht von der sogenannten Ausdünnung. Deshalb notwendig, weil wir dadurch mögliche Ansteckungen vermeiden. Ihr verlasst mit Mund- und Nasenschutz das Haus und geht zu Fuß oder fahrt mit dem Bus nach Oberpullendorf. Da ist Sicherheitsabstand gefragt. Denkt bitte an den Babyelefanten in der Werbung. Sobald ihr in den Bereich der Schule kommt, werdet ihr Markierungspunkte oder Markierungslinien vorfinden. Sie helfen euch, den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Befolgt bitte den Abstand genau, denn nur dann können wir Corona gemeinsam bekämpfen. In der Praxis heißt das für euch, dass circa 2 Meter vor euch und 2 Meter hinter euch ein Schulfreund stehen kann, nicht neben euch. Die dritten und vierten Klassen betreten das Schulgebäude durch den Schülereingang. Die ersten und zweiten Klassen benutzen den Lehrereingang. Stopp! An dieser Stelle ist Händedesinfektion angesagt. Und das geht so. Du nimmst dir einen Schuss Desinfektionsmittel. Reibst damit die Innenseite der Hände, die Rückseite, die Knöchel, den Raum zwischen den Fingern, aber auch unter den Fingernägeln. Und erst dann hast du die Hände optimal desinfiziert. Nach der Händedesinfektion sind deine Hände jetzt entsprechend sauber und du gehst so rasch als möglich in die Garderobe. Die Garderoben benutzen nur die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen und auch hier gilt, bitte achtet auf den Sicherheitsabstand. Jeder ist verantwortlich. In der Garderobe ziehst du dich so schnell als möglich um, beachtest wiederum den Sicherheitsabstand und gehst über die Hauptstiege in deinen Klassentrakt. Auch für die ersten und zweiten Klassen gilt an dieser Stelle Stopp, Halt. Auch hier geht es um die Desinfektion der Hände. Du nimmst einen Schuss Desinfektionsmittel, reibst die Handinnenflächen, die Rückflächen, die Knöchel, den Bereich unter den Fingernägeln, aber auch zwischen den einzelnen Fingern. Und erst dann hast du deine Hände ordentlich desinfiziert. Jetzt kannst du in die Klasse gehen. Eine wichtige Information für die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen. Wenn ihr in den Klassentrakt kommt, zieht ihr euch hier am Gang die Straßenschuhe aus und zieht euch die Hausschuhe an. Das ist wichtig, denn nur dann können wir eine Schüleransammlung vermeiden. Du setzt dich auf den Platz, den dir der Klassenvorstand zugeteilt hat. Und ganz wichtig, du nimmst jetzt den Mund-Nasenschutz und hängst ihn hierher zum Trocknen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst natürlich während des Unterrichts den Mund- und Nasenschutz abnehmen. In der Klasse brauchst du keinen Mund- und Nasenschutz haben. Aber sobald du die Klasse verlässt, musst du den Mund- und Nasenschutz aufsetzen.
Am WC gelten natürlich auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Ganz wichtig ist, es dürfen nur maximal 2 Personen aufs WC gehen. Bitte den Sicherheitsabstand einhalten. Und ganz wichtig, Hände waschen. 30 Sekunden lang die Hände waschen und es besteht keine Ansteckungsgefahr. Nach dem WC kannst du hier wiederum deine Hände desinfizieren, beziehungsweise du benutzt auch diesen Desinfektionsspender, wenn du vom Getränkeautomaten ein Getränk holst. In der kleinen Pause dürft ihr in der Klasse bleiben. Die große Pause nutzt ihr bitte zum Kaufen von Wurstsemmeln beim Bäcker und ihr achtet immer auf den Sicherheitsabstand. In der großen Pause gehen wir wie folgt vor. Ihr verlasst bitte das Klassenzimmer mit Mund- und Nasenschutz, kommt unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes hierher in die Pausenhalle. Es wird der Bäcker hier stehen. Ihr könnt euch euer Kipferl, eure Wurstsemmel kaufen und geht dann wieder mit Mund- und Nasenschutz in die Klasse. In der Klasse könnt ihr dann eure Jause essen. Bald können wir durchstarten. Ich möchte euch jetzt schon sagen, dass ich sehr, sehr stolz auf euch bin. Ihr habt in den vergangenen Wochen und Monaten fleißig von zu Hause gelernt, gearbeitet. Das war's. Lasst bitte eure Eltern von den Lehrerinnen und Lehrern recht herzlich grüßen. Bisher habt ihr die Sache gut gemacht und wir werden das bis zum Schulschluss so machen. Alles Gute und bis 18. Mai.